Der Bus bringt die Männer der ersten Schicht durch den 1 Kilometer langen Stollen zur Kaverne beim Liftschacht. Der Zwischenangriff Sedrun, so die kriegerische Bezeichnung der Planer, ist die spektakulärste Baustelle des ganzen Projekts. Unter dem Gotthardmassiv entsteht der längste Eisenbahntunnel der Welt. Für die Tunnelarbeiter ist vieles Routine, zumindest noch hier oben am Schachtkopf. Doch die Arbeit im Tunnel bleibt gefährlich. Der Sicherheit und der richtigen Bekleidung wird große Beachtung geschenkt. Bei Katastrophen können sie über Tod oder Leben entscheiden. In wenigen Minuten werden die Männer die Baustelle unten erreicht haben. Der Kübellift bringt sie durch den senkrecht abfallenden 800 Meter tiefen Schacht hinab in das Innere des Berges. Der täglich neue Kampf gegen den Fels kann beginnen. Hier unten, sozusagen im Bauch des Gotthardmassivs, wird an der zukünftigen Nothaltestelle gearbeitet. Über uns 2000 Meter Fels. Schichtführer Matthias Keller organisiert laufend die Arbeiten seiner Männer. Eine Kommunikation der Zeichen, der Gesten und geschrienen Worte. Der Lärm ist enorm, ein normales Gespräch unmöglich. Die Temperaturen gegen 30 Grad Celsius. Und es stinkt nach Ammoniak, einem Bestandteil des verwendeten Sprengstoffes. Schichtführer Keller ist gleichzeitig auch Sprengmeister. Soll der Abschlag, so der Fachjargon für Sprengung, gelingen, muss die Markierung der Sprenglöcher sehr genau sein. Die Härte des Felsens und der Verlauf der Gesteinsschichten entscheiden über Lage und Anzahl der zu bohrenden Löcher. Der zweiarmige Bohrjumbo beginnt nun seine über 2 Stunden dauernde Arbeit. 200 über 4 Meter tiefe Löcher braucht es für diesen Abschlag. Einem Insekt gleich stößt der Bohrjumbo seine Stacheln in den Fels. Szenenwechsel. Wir befinden uns 12 Kilometer nördlich von Sedrun, in Amsteg, im Kanton Uri. Auch hier ein weiterer Zwischenangriff. Das heißt, ein 2 Kilometer langer Stollen führt uns auf die Achse des künftigen Basistunnels. Durch diesen Zugangsstollen wird später beim Hauptvortrieb das Ausbruchmaterial nach draußen transportiert. Die Arbeiten sind hier fast abgeschlossen. Nur noch wenige Sprengungen stehen bevor. Vor 10 Minuten wurde gesprengt. 250 Kubikmeter Ausbruch liegen zum Abtransport bereit. Die riesigen Muldenkipper suchen sich durch den Staub ihren Weg. Das Wegbringen des Ausbruchs nennt man Schuttern. Es ist eine der gefährlichsten Arbeiten im Tunnelbau. Kaum Licht und enge Verhältnisse. Dies erfordert von den Fahrern höchste Konzentration, denn die meisten Unfälle geschehen beim Schuttern.
Knapp vor dem Tunnelportal wird das Material in einem Brecher zerkleinert und nach außen zu den Aufbereitungsanlagen befördert. Hier wird entschieden, ob man das Gestein wiederverwendet oder einer Deponie zuführt. Aber davon später. Ein neuer Tag beginnt für Carmine Cencarelli. Er stammt aus Kalabrien. Dieser Raum ist seine Wohnung. Er genügt ihm. Am Ende der Woche wird er wieder nach Italien fahren, zu seiner Familie. Er liebt es, vor der Arbeit Zeitschriften zu lesen und zu träumen. Carmine, wie sehen deine Träume aus? Meine Träume? Nun, alles. Dass es der Familie gut geht. Dass ich alles erreiche, was möglich ist. Und dann vielleicht ein solches Auto hier. Aber sie kosten zu viel. Ich muss wohl mein altes behalten. Ach, jetzt wird mir noch der Kaffee zu süß. Braucht es eine gewisse Leidenschaft, um im Tunnel zu arbeiten? Nun, wirkliche Leidenschaft. Was es braucht, ist eine gewisse Konstanz. Hast du gesehen, was für eine Arbeit? Hart, oder? Man macht es aus Leidenschaft, aber auch um etwas mehr zu verdienen. Verdient man genug? Nun, sagen wir, im Vergleich mit der Arbeit draußen ist sie nicht wirklich so gut bezahlt, wie sie sein sollte. Weil, wenn man die Arbeit anschaut, unter Tag, ich denke, es dürfte etwas mehr sein. Gibt es Augenblicke, wo ihr während der Arbeit Angst habt? Ja, gelegentlich. Wenn der Fels brüchig ist oder sonst riskante Arbeiten. Um 11:15 verlässt Carmine Cencarelli sein Zimmer. Er will sich mit einem Arbeitskollegen treffen. Wir werden uns später dazu gesellen. In diesem Eisenkäfig befindet sich Zünder und 650 Kilogramm Sprengstoff. Die Bohrungen sind fast beendet. Der Sprengstoff kann nun eingebracht werden. Erst verteilt Sprengmeister Keller die hochexplosiven Knallzündschnüre auf die Löcher. Der eigentliche Sprengstoff ist weich wie Knetmasse. Gamsit. Kinder könnten damit spielen, heißt es. Er sei im Moment noch ungefährlich. Noch schläft die orange und graue Knetmasse. Die Ladung muss 300 Kubikmeter Fels wegsprengen. Von innen nach außen. Der Rand muss unversehrt bleiben. Das ist die Kunst des Matthias Keller. Nach der Sprengung wird er dem Ziel, längster Eisenbahntunnel der Welt, um weitere 4 Meter näher gekommen sein. Mit 200 Kilometern pro Stunde werden die Züge der einst durch den Tunnel rasen. Im Jahre 2012 sollte das größte Bauwerk der Schweizer Geschichte dem Verkehr übergeben werden. Schichtführer Keller wird längst im Ruhestand sein. Und Carmine? Wer weiß, wo ihn die Wanderarbeit noch überall hinbringt. Ein Zigeunerleben. Aber sie würden Wichtiges leisten. Er fühle sich als Europäer, glaube an die Sache. Es ist wichtig, ja. Gut, wahrscheinlich brauche ich diese Linie nie, wer weiß. Aber ich denke, dass unsere Arbeit hier für viele, die reisen, wichtig ist. Möglicherweise auch für unsere Wirtin hier. Nein?
Für diese gute Pizza kommen die Leute sowieso vorbei. Vielleicht gibt es aber extra einen Zwischenhalt. Vielleicht in Faido. Ja, es ist wichtig. Touristische Hochsaison. 3000 Gäste zählt das kleine Dorf. Das Wetter spielt prächtig mit. Die Skifahrer müssen die Piste nicht im Nebel suchen. 800 Meter unten aber, bei Matthias Keller, ist schwarze Nacht. Wie orientiert man sich im Berg? Wir sind da 1000 Meter über dem zukünftigen Tunnel. Wenig Meter dahin geht 1000 Meter tiefer später der Tunnel durch. Jetzt die Punkte, die wir hier gemacht haben, das sind total etwa 40 Punkte zwischen Erstfeld, Amsteg, Sedrun, Faido und Podio. Und an diesen 5 Orten sind auch die verschiedenen Zwischenangriffe. Und überall dort, wo Bohrmaschinen laufen, sind wir nachher dabei und kontrollieren, ob die in die richtige Richtung bohren. Hier haben wir einen Satellitenempfänger mit der Funkantenne, die dazugehört. Wir haben die Möglichkeit erst seit gut 20 Jahren, dass wir mit den Satelliten, die im Weltall für militärische Zwecke platziert worden sind, dass wir mit denen können, Punkte, die weit auseinander liegen und überhaupt keine Sichtverbindung haben, dass wir mit dem Gerät können, die Position, also die Lage und die Höhe von einem Punkt so genau bestimmen, dass man zum Beispiel den Punkt von Erstfeld und den von Faido auf einen besser als einen Zentimeter genau kennen wir die Lage und die Position von diesen Punkten. Wir haben hier unten das Portal vom Zwischenangriff Sedrun und da geht es jetzt einmal 1 Kilometer horizontal rein. Nachher geht es 800 Meter senkrecht durchab. Und dort unten müssen wir uns dann wieder zurechtfinden, um herauszufinden, in welcher Richtung sollen wir jetzt da überhaupt weiter marschieren. Und da gibt es ein Gerät, das uns hilft, die Richtung wieder zu finden. Das ist ein Kreiselkompass. Der merkt überall, wo man ihn aufstellt, merkt er aufgrund von der Erdrotation, wo Nordrichtung ist. Und wenn wir das einmal da oben, also zum Beispiel auf dem Punkt hier aufstellen oder dann auch noch im Zugangsstollen rein, auf einer speziellen Eichstrecke, die wir eingerichtet haben, und dann unten in der Schachtfusskaverne noch einmal, dann können wir so praktisch die Nordrichtung, die wir hier oben ja gut kennen, können wir übertragen und wissen, in welcher Richtung dass man weiterbauen muss dort unten. Vorläufig im Nebel liegt die Entscheidung über die definitive Tunnellinienführung im Kanton Uri. Bund und Kanton suchen noch immer nach einer akzeptablen Lösung. Am Nordportal in Erstfeld ist daher bis heute kein Nagel eingeschlagen worden. Der Zeitplan gerät ins Wanken. Denn von Erstfeld aus sollten ab 2012 die Züge erst durch das Aare-Massiv, dann durch das Gotthard-Massiv, 800 Meter unter Sedrun durch und durch das Tessiner Massiv. Nach 57 Kilometer sollten die Züge dann das Südportal in Bodio verlassen. Zeitgewinn gegenüber heute 1 Stunde. Bauführer Orazio Boiani macht seinen Kontrollrundgang auf der Tagbaustrecke in Bodio. Ein Tunnel im Tagbau, fragt man sich. Qui stiamo costruendo i primi 400 metri di galleria di base del San Gotardo. Das sind die ersten 400 Meter des Gotthard-Basistunnels, die unter offenem Himmel gebaut werden. Das heißt, zuerst wird das Fundament gemacht, der Tunnel gebaut und anschließend wird er zugedeckt, damit man nur noch das Portal sieht.
An dieser Stelle entsteht das wirkliche Südportal des Gotthardtunnels. Alla domanda perché si comincia a fare una galleria qui e poi si ricopre, no? Warum man zuerst den Tunnel baut und ihn dann zudeckt? Ich denke, aber da müsste man die Planer fragen, dass es erstens darum geht, den Bau etwas von Bodio zu entfernen, wegen dem Baulärm. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Zweitens denke ich, dass es auch wegen des bestehenden Schienennetzes ist. Die Gotthardlinie besteht ja zum Teil bereits und ich vermute, dass in diesem Gebiet die beste Verbindungsmöglichkeit besteht. Es geht also auch darum, die neue Linie in die alte einzufügen. Es ist soweit. Matthias Keller und sein Stellvertreter steigen als Letzte aus dem Schacht. Nun kann gesprengt werden. Pro 24 Stunden sind es etwa 3 Abschläge. Einmal pro Schicht ist die Regel. Dies scheint wenig, aber der Fels diktiert das Tempo und nicht der Mensch. Für die Schicht 1 gilt erstmal Pause. Die giftigen Ammoniakdämpfe müssen entweichen. Gesprengt wird nicht nur in Cedrun, sondern auch in Bodio. Sobald sich die Dämpfe verzogen haben, ist es Zeit für Michela Bazzi. Sie ist für den Umweltschutz des Abschnitts Bodio verantwortlich. Sie ist in dieser Männerwelt eine jener ganz selten anzutreffenden Frauen. Sie hat aber keine Berührungsängste. Wir sollten kein Aufhebens machen, sagt Michela Bazzi. Sie fährt in den Umgehungsstollen von Bodio ein. Dieser umgeht eine schwierige Stelle, die später in Angriff genommen wird und führt direkt zur Hauptachse. Hier nimmt sie die ersten Messungen vor. Dies ist ein Aspekt, der eher die Sicherheit als die Umwelt betrifft. Wir müssen die Luftqualität im Tunnel kontrollieren. Dies wegen den Arbeitern, die sich die ganze Zeit hier befinden. Eine der Verschmutzungen, die wir haben können, ist vom Ammoniak verursacht. Ammoniak wird vom Sprengstoff produziert, den wir hier benutzen. Mit diesen Röhrchen messen wir den Ammoniakgehalt der Luft. In diesem Fall hat die Messung nichts ergeben. Das heißt, dass im Moment der Ammoniakgehalt der Luft fast gleich null ist. Seit der Sprengung ist einige Zeit vergangen. Nun befindet sich Peter Gundli auf seinem Kontrollgang nach unten. Er ist Geologe und trägt in diesem Abschnitt des Tunnelbaus die Verantwortung. Wir haben die Aufgabe, im Tunnel regelmäßige Aufnahmen zu machen. Bei diesen Aufnahmen habe ich am liebsten, wenn die Felsoberfläche völlig frei ist. Ich muss natürlich auch die Scheibe anschauen. Ich nehme eine Gesteinsprobe aus dem Aufwerk teilweise. So muss man schauen, was hier drin ist. Wenn ich detailliertere Untersuchungen machen will, nehme ich das auch von Felsoberfläche. Wenn ich da an den Vortrieb herankomme, dann muss ich mir zuerst einmal einen Eindruck verschaffen, wie sieht es aus, sehe ich gerade von weitem schon etwas, kann ich etwas erkennen und wo tue ich mich dann im Detail herangehen und noch genauer schauen. Dann interessiert mich auch, wie fallen die Schichten ein. In welche Richtung. Für das muss ich dann an den Fels herangehen, die Schichten einmessen. Zurück in seinem kleinen Labor untersucht Peter Gundli die Steine aus dem Inneren des Berges und beurteilt deren Weiterverwendung. Er entscheidet schließlich, was mit dem Ausbruch geschehen soll. Ich habe jetzt aus dem Tunnel mehrere Handstücke mitgenommen und habe an diesen
Handstück Prüfungen durchgeführt. Warum diese Prüfungen? Ziel ist, so viel wie möglich von dem Tunnelausbruchmaterial wiederzuverwerten. Wiederzuverwerten heisst, wir bringen es ins Kieswerk, tun es aufbereiten zu Sand und Kies. Den Sand und Kies den brauchen wir wieder, um für Beton herzustellen, Beton, den wir wieder im Tunnel können, brauchen können. Also, Alptransit hat hier eine Selbstversorgung. Auch in Amsteg kann ein Teil des Ausbruchs wiederverwendet werden. Was geschieht mit dem Rest? In Flüelen hat man dafür eine originelle Lösung gefunden. Das Material wird in den See geschüttet. Und der Protest der Umweltverbände bleibt aus. Warum? Es entstehen zwei neue Inselgruppen mit den sagenumwobenen Namen Lorelei und Neptun. Das Projekt selber besteht eigentlich aus zwei Teilen. Wir haben hier im Ufernochenbereich haben wir insgesamt 6 Inseln, die hier geschüttet werden. Hier im westlichen Bereich, vorgelagert im Naturschutzgebiet, kommen 3 Naturschutzinseln an. Und im östlichen Gebiet kommen 3 Badeinseln an, vorgelagert eigentlich auch im Erholungsgebiet, also wo im Sommer sehr viele Leute hier gehen baden. Es ist ja so, dass die Schiffe in eine Pontoanlage fahren. Und in dieser Pontoanlage ist insbesondere bei den Schüttungen im tiefen Wasser eine bis 30 Meter lange Schürze angehängt, die verhindern soll, dass die Rübungen nachher im ganzen See ausbreitet werden und damit ökologischen Schaden anrichten. Wir haben eigentlich Sagenfiguren aus der Urner Sagenwelt gesucht, damit man für das Projekt selber die Inseln kann bezeichnen. Wir haben aber in der Urner Sagenwelt keine Figuren gefunden, die irgendetwas mit dem Wasser zu tun haben und sind dann nachher auf die Geschichte mit der Lorelei, die ja eigentlich von Deutschland herkommt, und dem Neptun, der aus dem Süden Meeresgott darstellt, haben wir die da eigentlich erfunden. Und die haben sich da getroffen und haben sich gerne gehabt und haben nachher hier aus Dank für ihre Liebe zueinander haben die dann nachher dem Kanton Uri die Insel geschenkt. Auch der hier entstehende Schutterstollen dient der Entsorgung von ausgebrochenem Gestein. Mit von der Partie Carmine Cencarelli. Eine lange Schicht beginnt. Wenn er wieder ausfährt, wird es Nacht sein. Bis er seinen Arbeitsplatz einnehmen kann, muss er mit seinen Kollegen die im Moment über 2 Kilometer lange Strecke zurücklegen. Der Arbeitsweg wächst täglich um 20 Meter. Davon aber später. Dieser Tunnel, einmal fertig über 3 Kilometer lang, wird die Leventina mit dem Blenjotal verbinden. Ein Förderband bringt dann einen Teil des Ausbruchgesteins aus dem Basistunnel zur Buzza di Biasca, einer Talsenke, wo es für immer abgelagert wird. Die letzten 100 Meter zu seinem Arbeitsplatz muss Carmine Cencarelli zu Fuß zurücklegen. So lang ist die gigantische TBM, die Tunnelbohrmaschine. Eine 350 Tonnen schwere Konstruktion aus Stahl. Die Fabrik im Berg. An der Spitze dreht sich der riesige Bohrkopf und fräst ein Loch von gegen 6 Meter Durchmesser in den Fels. Pro Tag 20 Meter fixfertigen Tunnels. Carmine ist der Maschinist. Von seinem Cockpit aus pilotiert er dieses Ungetüm. Das ist der Bohrkopf. Er versteckt sich hinter dieser Türe und frisst sich langsam durch den Berg. Auch sämtliche Arbeiten wie Sichern des Felsens und Aufspritzen des Betons werden von der sich langsam auf Kufen vorwärts bewegenden Tunnelbohrmaschine verrichtet.
Für die Männer der Schicht 1 von Matthias Keller geht nach 8 Stunden ein harter Arbeitstag zu Ende. Der Lärm und der Morast wirken nachhaltiger auf die körperliche Verfassung, als mancher glauben möchte. Matthias Keller hat noch allerlei Schreibkram zu erledigen. Menge des Ausbruchs, Verbrauch Sprengstoff, besondere Vorkommnisse und so weiter und so fort. Für heute lassen die Männer der Schicht 1 die Gefahren des Tunnelbaus hinter sich. Sie freuen sich auf eine warme Dusche, aufs Essen und die Freizeit. Die Anspannung fällt ab. Die Arbeit unter Tag hat ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Respekt erfordert. Größten Respekt hätte jeder, der Tunnel ist. Weil es ist selbstverständlich, dass du runtergehst. Aber es ist nicht hundertprozentig selbstverständlich, dass du wieder runtergehst. Sechs Tage arbeiten, ein Tag frei. Sechs Tage arbeiten und dann 6 Tage Urlaub. Wir fragen uns, aus was für Holz sind diese Männer geschnitzt? Es ist eine sehr harte Arbeit, es ist sehr laut. Es braucht so Leidenschaft dazu. Da braucht keine Leidenschaft, nein, sicher nicht. Es ist eine Arbeit, ist, im Prinzip ist es eine normale Arbeit. Normal in dem Sinn für uns. Es ist wohl eine harte Arbeit, aber wir sehen im Alltag, wie gross die Kaverne wird, wie viel sie grösser wird. Oder? Wir sehen unsere Leistung, wenn du zum Schacht ausgehst, so weißt du, was habe ich gemacht. Wir haben nicht wie viele andere, die das Büro verlassen oder die sonst den Arbeitsplatz verlassen, die nicht wissen, warum sie eigentlich da waren. Italiener, Spanier, Portugiesen, Serben, Kroaten, Türken, Südafrikaner, Deutsche. Der Nationalitäten sind viele. Alle fern ihrer Heimat. Notdürftig untergebracht. Oft einsam, oft auch Langeweile. Was soll's, sagen sie? Wir sind zum Arbeiten hier. Sie wissen ja selber, wie das ist, oder? Wenn man. Will ja niemand auswärts arbeiten. Will ja jeder am Abend daheim sein. Und die haben eigentlich das auch ein wenig gegeben. Dafür habe ich vielleicht noch ein mehr finanziell. Ich, wenn ich sehe, dass meine finanzielle Dinge gut ist, dann habe ich das auch akzeptiert, dass ich aber nicht daheim gewesen bin. Der Vortrieb im Schutterstollen läuft normal. Nicht alltäglich ist aber das viele Wasser, das durch den Fels in Carmine Cencarellis Führerstand rinnt. Und jetzt noch ein weiteres Problem. Der Koloss kommt zum Stillstand. Etwas scheint nicht in Ordnung. Die Unterbrechung wird der Bauleitung gemeldet. Carmine und seine Mitarbeiter steigen nach vorne zum Bohrkopf. Ja,
Eine Schutzschaufel scheint gebrochen. Ziehe ihn ganz langsam. Ja. Bereit? Ich gehe. Ja, geh. 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 Halt. Geht so. Ja, es geht. Der Schaden ist behoben. Carmine kann nun den Vortrieb fortsetzen. Der Ausbruch wird auf einem Förderband von der Bohrkopfspitze die ganzen 200 Meter durch die Tunnelbohrmaschine nach hinten gebracht und auf den Stollenzug verladen. Übrigens, der rote Laserstrahl bestimmt die Richtung des Vortriebs. Bordio und die umliegenden Tessiner Gemeinden sind zurzeit keine wohnlichen Orte. Neben Auto und Eisenbahn, die das enge Tal belasten, nun auch noch diese Großbaustelle. Hier wird gerade ein großes Stück Fels für die Sprengung vorbereitet. Auch das produziert viel Lärm und Staub. Es gehört zu Michela Bazzis Pflichtenheft, sich auch um diese Probleme zu kümmern. Hier von diesem Punkt aus haben wir eine gute Übersicht über die Baustelle. Wir sehen die Gemeinden, die von der Umweltbelastung betroffen sind. Personico dort hinten, die Gemeinde Bordio, und auf der anderen Seite Poleggio. Von der Umweltbelastung her haben wir Probleme mit dem Staub, besonders bei trockenem Wetter und starkem Wind. Alle Maschinen, die wir auf der Baustelle haben, alle Arbeiten, die die Grabung oder den Transport von Erde betreffen, produzieren in jedem Fall eine große Menge Staub. Ein weiteres Problem ist die Lärmbelastung. Das betrifft vor allem die Häuser, die Sie dort hinten sehen und zur Gemeinde Bordio gehören. Und es gibt Familien, die oft vom Lärm der Baustelle gestört werden. Die Beziehungen sind sehr gut und freundschaftlich. Aber wir sind uns bewusst, dass zum Beispiel diese Familien aus Bordio, die ich vorher erwähnt habe, diese Situation nicht akzeptieren. Wir führen bereits Gespräche mit ihnen und wir sehen, dass wir etwas tun müssen, weil sie so nicht zufrieden sind. Seit die Autobahn Amsteg links liegen lässt und die Touristen wegbleiben, fristet das Dorf am Eingang zum Madaranatal ein wenig attraktives Dasein. Beim Fasnachtsumzug der Kinder ist es nicht einmal mehr nötig, die Hauptstraße zu sperren. Und das Hotel Kreuz würde wohl meist leer stehen, wenn nicht der Tunnelbau für Nachschub sorgte. Hier logiert mit seinen Kollegen im knapp 10 Quadratmeter großen Zimmer der Österreicher Richard Hanke. Wieso wählt man diese Arbeit, die ja hart ist, streng ist, gefährlich ist? Money, money. Und das stimmt? Doch, für mich schon. Vielleicht jetzt nicht mehr so, aber von früher her. Und jetzt bin ich das gewohnt. Ich möchte gar nichts anderes mehr machen. Kämpft man da gegen den Berg, wenn man da... Tja, mitunter auch. Wie kann man das nennen? Ja, ich würde auch so sagen. Manchmal ist ja der Berg stärker als
der Mensch selber. Da gibt's halt wieder noch eine Tote vielleicht, oder was ja öfters vorkommt, oder? Sie haben das erlebt? Das habe ich schon erlebt. Mehrmals. Und die Angst? Ja, Angst gehört dazu. Das gehört zum Leben, aber deswegen gebe ich meinen Job trotzdem nicht auf. Mario? Ja? Essen gehen? Ja, Kimpscheid. Muss ich warten? Ah, bist schon da. Bin schon da. Du musst überhaupt einen Hunger. Mario ist Hankes 23-jähriger Sohn. Er ist seit 2 Jahren im Stollen. Sie treffen sich mit den Kollegen der Schicht B zum Frühstück, das eigentlich schon das Nachtessen ist. Der Tag gerät zur Nacht und umgekehrt. Wie kommt es, dass der Sohn beim Vater arbeitet? Das war freiwillige Sache. Vom Sohn, der wollte zum Vater. Zwecks Money, Money. Ich mein, bei einem Mörder Haushalt nicht. Ein junger Bub braucht ja Geld, nicht? Oder? Genau. Ja, so ist. Und was sagt der Bub? Bub, sag du was. Papa, du hast recht. Ich muss halt so helfen. Ich glaube, ich weiß. Stimmt, ja. Schreit so. Jeder Stein, der aus dem Fels ausgesprengt wird, muss durch den Liftschacht nach oben gebracht werden. Die Brocken sind oft zu groß und müssen auf dem Rost zerkleinert werden, damit sie sich nicht querstellen und den Kanal verstopfen. Zehn Meter tiefer. Durch einen schrägen Kanal werden 7 Tonnen Ausbruch in die Kübel eingefüllt. 11 Tonnen hängen nun am Seil. Es ist eine gefährliche Arbeit hier unten. Kurz nach unserer Drehzeit fand hier ein junger Südafrikaner den Tod. Schon der 2. Todesfall im Schacht Zedrun. Der Lift holt die Kübel mit einer Geschwindigkeit von 16 Metern pro Sekunde aus dem Untergrund hoch. Der Lift wird in Kürze abgebrochen und durch einen noch größeren Lift ersetzt. Beim eigentlichen Hauptvortrieb ab Herbst 2002 wird er installiert sein und ganze Eisenbahnwaggons hochziehen. Das gesamte Ausbruchsvolumen des Basistunnels wird mit 13,3 Millionen Kubikmeter etwa dem 5-fachen Volumen der Cheops-Pyramide entsprechen. Michela Bazzis Feierabend naht. Bleibt uns noch zu fragen, ob sie sich mehr als Polizistin oder als Partnerin der Tunnelbauer versteht. Rispondere se la mia funzione è quella di poliziotto o quella invece di compagno. Die Frage zu beantworten, ob meine Funktion hier die einer Polizistin oder einer Kollegin ist, ist ziemlich schwierig. Es geht eher darum, das richtige Gleichgewicht zwischen beiden zu finden. Wenn ich bei jedem Umweltproblem strikt wäre, dann bedeutete dies, dass ich nur eine polizeiliche Funktion ausüben würde. Und dies hätte den Vorteil, dass ich mir sagen könnte, nun, ich will alle gesetzlichen Normen respektieren. Andererseits aber würde ich damit das Vertrauen der Leute verlieren, weil sie mich nur als Polizistin sehen, die auf der Baustelle rumläuft und vor der man alles verstecken muss. Wenn dann zum Beispiel Öl in die Erde läuft, sagen sie, nein, das bin nicht ich gewesen, das habe ich nicht gemacht. Und das ist ja auch nicht gut. Darum müsste man wirklich einen Kompromiss finden zwischen dem Anliegen, das man vertritt, das heißt die Umwelt zu schützen, und dem Anliegen der Zusammenarbeit. Also zu sagen, gut, wir sind hier zusammen, wir wissen, dass gewisse Unfälle passieren können, versuchen wir diese gemeinsam so weit als möglich zu vermindern.
allo stesso tempo anche un messaggio di collaborazione, quindi di dire beh, siamo qua insieme, sappiamo che certi incidenti possono capitare, si cerca di minimizzarli il più possibile. Für Richard und Mario Hanke ist die Zeit gekommen, die Alltagskleider mit dem Arbeitsgewand zu tauschen. Oft hört man, wer einmal im Tunnel war, müsse immer wieder hinein. Eine Sucht sei es, man komme nicht davon los. Niemand hier hat dies wirklich bestätigt. Die Arbeit bleibt hart und schmutzig. Geld hin oder her. Ein Grundsatz im Stollen heißt, geh nie davon aus, dass deine Kollegen dich sehen. Du bist für deine Sicherheit allein verantwortlich. Es erstaunt daher nicht, dass Tunnelarbeiter eine religiöse Ader haben. Es gibt keinen Tunneleingang ohne eine Statue der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Mineure. Jeder Stollen hat auch eine Stollenpatin. Hier ist es die Amtsstegerin Marie-Therese Gnos. Mineure, die verehren die heilige Barbara. Und der Stollen hat eine irdische Vertreterin und die gibt dann auch dem Stollen den Namen. Meine Aufgaben sind eigentlich, ein bisschen zu schauen, dass die Barbara nicht allzu fest verstäubt, die hier im Tunneleingang in einer Nische deponiert ist. Und eigentlich so ein bisschen zu schauen, dass den Mineuren auch ein bisschen gut geht, manchmal vorbeigehen, vielleicht einen Kaffee bringen oder mal ein Gespräch. Ich bin auch sehr froh, dass bis anhin noch nichts passiert ist. Es hat sehr schöne Begegnungen gegeben, interessante Menschen und gute Gespräche. Der Boa Jumbo schiebt sich in Richtung Hauptstollen. Der Koloss scheint ein Alien aus einer anderen Welt. Insektengleich suchen sich die drei computergesteuerten Bohrarme die richtigen Stellen. Ein 4 Meter langes Loch in den Fels zu bohren, dauert ganze 90 Sekunden. Auch hier ist der Lärm fast unerträglich. Er traktiert den ganzen Körper. Die Bohrstangen müssen mit Wasser gekühlt werden. Oft fließt noch Bergwasser aus dem Fels, wie zum Beispiel heute. Es wird Abhilfe geschaffen. Das Wasser 2 Kilometer nach außen gepumpt. Für Carmine Cencarelli und seine Kollegen endet die heutige Schicht. Trotz Wasser- und Maschinenschaden sind sie heiter und aufgeräumt. Das ist das Leben des Tunnelfräsers. Wie fühlst du dich? Müde, vor allem heute. War es hart? Ja, ein ungewöhnlich harter Tag. Warum?
Wir hatten eine außergewöhnliche Reparatur. Ist das nicht normaler Alltag? Die Arbeit, die wir gemacht haben, war normal. Nur hatten wir kleine Komplikationen. Es gab Wassereinbruch. Wir wurden nass, die Kleider voller Fett. Und jetzt? Was macht ihr? Erst Kleider wechseln, dann in der Kantine etwas trinken und dann nach Hause. Es ist soweit. Die 110 Löcher sind gebohrt. Die Mineure bereiten die Zünder vor. Mit Druck pumpt Mario Hanke den 2-Komponenten-Sprengstoff in die Löcher. Es sieht aus wie geronnene Milch, tropft heraus, die Männer trampeln darauf herum. Aber auch hier wird uns versichert, keine Gefahr. Alltag im Stollen. Erst der Stromstoß von 10.000 Volt macht die Zünder aktiv und weckt die unheimliche Sprengkraft im hellgrauen Brei. Die feinen Drähte, die mit den Zündern zuhinterst im Bohrloch verbunden sind, werden nun zu Sprengkreisen gebündelt. Die Sprengung erfolgt auch hier, um Sekundenbruchteile verschoben, von innen nach außen. Der Fels fällt in sich zusammen. Die Sprengschnur wird sorgfältig nach hinten um die Ecke gezogen. Die Tunnelbrust ist fertig geladen und zur Sprengung bereit. Mario Hanke bringt sein Fahrzeug in sichere Distanz. Es ist soweit. Draußen scheint der Mond. Hier drinnen, im Schutterstollen, ganz vorne, zwischen Fels und Bohrkopf, haben Romano Sansone und sein Kollege keine Zeit für romantische Gefühle. Sie nutzen die scheinbare Ruhe der Nacht, um einige der 34 Rollenmeißel auszuwechseln. Wenn der Bohrkopf rotiert, fräsen sie den Fels. Je härter der Fels, desto größer die Abnützung. Heb ein bisschen den Bohrkopf. Wir gehen. Geh! Halt! Die Drehung hat das Stromkabel gekappt. Für die beiden eine ungemütliche Situation. Lüftung! Und das Licht! Romano Sansone braucht seine ganze Körperkraft, um den Meißel einzuschieben. Viel Schweiß ist in den letzten 24 Stunden geflossen. Die Tunnelbauer haben heute etwa 60 Meter Fels ausgebrochen. Noch liegen 56 Kilometer vor ihnen. Was wir erlebt haben, ist nur das Vorspiel. Die Vorbereitung zum eigentlichen Hauptvortrieb. Ende 2002 geht's los. An 5 Stellen gleichzeitig. Für die Schicht 3 geht eine lange Nacht ihrem Ende zu.
Im Liftschacht wird sie für einen Sekundenbruchteil der Schicht 1 von Matthias Keller begegnen, die an ihnen vorbei in die Tiefe saust. Ein neuer Tag kann beginnen. Ende und Anfang. Anfang und Ende. Oh.